Gebiete, mit denen sich der zukünftige Gegner kaum oder gar nicht beschäftigte. Ausgangspunkt dieser Tätigkeit war die tiefe Überzeugung, dass vor langer Zeit eine mächtige Zivilisation auf Erden existierte, die über ein ungeheures, inzwischen verloren gegangenes Geheimwissen verfügte. Ein Wissen, das verstreut und versteckt weiter existierte und nur gefunden werden musste, um zu neuem Leben erweckt zu werden. Dieses Wissen sollte der Wiedergeburt des Übermenschen, des Nachfahren der alten Arier, zum Durchbruch verhelfen. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Forscher des Ahnenerbes von Anfang an dem Kontinent Atlantis, den die NS-Wissenschaftler für die Urheimat der arischen Rasse hielten. Der Sage nach sollten die Atlanter in der Lage gewesen sein, riesige Luftschiffe zu bauen, die durch unbekannte Kräfte angetrieben wurden. Das Ahnenerbe hielt diese Darstellung für real. Seine Mitarbeiter glaubten an die Existenz eines einzigartigen technologischen Wissens, das sich für eigene Zwecke einsetzen ließe, wenn man die verschlüsselten Botschaften zusammentragen und lösen würde. Unter diesem Aspekt begann das Ahnenerbe, dem Geheimwissen und dem Ursprung der indogermanischen Zivilisationen nachzuspüren. Man kann davon ausgehen, dass den Mitarbeitern des Ahnenerbes eine Karte bekannt war, die der türkische Admiral Piri Reis zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstellt hatte. Auf dieser Karte hatte Reis auch die genauen eisfreien Uferumrisse der Nordantarktis aufgezeichnet, eines Kontinents, der offiziell erst 300 Jahre später entdeckt wurde. Handschriftliche Randbemerkungen des Admirals besagen, dass er dafür auf Quellen zurückgegriffen hatte, die mehr als 3000 Jahre alt gewesen sind. Wer wusste 3000 Jahre vor Piri Reis, wie der arktische Kontinent ohne die Eismassen aussah? Wer hatte die Möglichkeiten und das Interesse, den eisfreien Kontinent so exakt zu vermessen? Gab es vor tausenden von Jahren eine Zivilisation, für die die Arktis eine besondere Rolle spielte? Fragen, die auch die US-Militärspezialisten nicht beantworten konnten. Die Karte zeigt den Uferverlauf, bevor er vom Eis bedeckt wurde. Das Eis in diesem Gebiet beträgt 1,5 Kilometer Stärke. Wir haben keine Ahnung, wie man im Jahre 1513 zu solchen Ergebnissen kommen konnte. Internationale Forschungsexpeditionen, die die Reiskarte Jahrhunderte später vor Ort auf ihre Richtigkeit prüften, stellten fest, dass die Aufzeichnungen aus dem Jahre 1513 exakter waren als Karten, die im 20. Jahrhundert angefertigt wurden. Aufwendige seismologische Untersuchungen belegten, was man bis dahin nicht einmal geahnt hatte. Einige der Berge, die für gewöhnlich dem Kontinent zugerechnet werden, sind in Wirklichkeit Inseln. Ein Wissen, das auf der Piri-Reis-Karte ebenfalls Niederschlag gefunden hatte. Piri-Reis muss also uralte Aufzeichnungen besessen haben, die aus einer Zeit stammten, als die Antarktis noch eisfrei war. Man kann sich vorstellen, welchen Eindruck diese geheimnisvolle Karte auf die Anhänger der arischen Theorie ausübte. Piri Reis Karte belegte das Vorhandensein jahrtausendealter Quellen, genau jener Quellen, nach denen die Forscher des Ahnenerbes suchten. Die außergewöhnliche Landkarte nährte die Hoffnung, das verloren gegangene technisch-magische Erbe der Atlanter finden zu können, einer hochentwickelten Zivilisation, die nach Überzeugung der NS-Wissenschaftler die Antarktis besiedelt haben, bevor diese mit einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt wurde. Das sagenumwobene Atlantis. Wenn Karten mit dem jahrtausendealten Wissen die Zeiten überdauert hatten, musste auch das übrige Geheimwissen der Atlanter zu finden sein. Die Frage war nur, wo? Wissenschaftliche Expeditionen des Ahnenerbes suchten auf der ganzen Welt nach den verschollenen Unterlagen. Die Reisen reichten von Tibet bis nach Südamerika. Im Fokus der Fahnder lagen auch die Archive des sagenumwobenen Templerordens.
Es gibt ernstzunehmende Hinweise, die besagen, dass die umfangreichen Bibliotheken des Ordens den blutigen Untergang der Templergemeinschaft unbeschadet überlebt haben. Es war nicht unwahrscheinlich, dass in diesen Archiven Geheimmanuskripte lagen, die ähnlich wie die Piri-Reiskarte wichtiges Detailwissen über die Antarktis enthielten. In den militärisch besetzten Gebieten durchsuchten Sonderkommandos der SS Bibliotheken nach seltenen Handschriften und Karten. Alles, was sich mit okkulten Themen und geheimen Wissenschaften beschäftigte, wurde zusammengetragen und wissenschaftlich ausgewertet. Ahnenerbe besaß schließlich eine umfangreiche Spezialbibliothek. Es gibt die Aussage eines ehemaligen Bibliothekars der Potsdamer Bibliothek, der bezeugt, dass im März 1945, als die Sowjetstreitkräfte sich Berlin näherten, die Bibliothek des Ahnenerbes ein Fundus von rund 140.000 Büchern verpackt und in Sicherheit gebracht wurde. Schon der Katalog dieser Bibliothek war bestimmt ausgesprochen interessant. Angesichts der intensiven Suche ist es durchaus möglich, dass das Ahnenerbe Informationen über die Antarktis gewonnen hat, die den Kontinent in den Blickpunkt der NS-Führung rückte. Inzwischen weiß man, dass esoterische Kreise innerhalb der SS auch dem sagenumwobenen Heiligen Gral nachspürten. Wer ihn und die heilige Lanze besaß, würde, einer alten Legende zufolge, die Weltherrschaft erringen können. Hitler kannte diese Legende. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 ließ er die Lanze, mit der angeblich ein römischer Soldat den Tod Jesu am Kreuz festgestellt hat, aus Wien nach Nürnberg bringen. Zur Erfüllung der Prophezeiung fehlte nun nur noch der Gral. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die okkulten NS-Kreise mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Sie mussten nicht nur die jahrhundertealten mystischen Überlieferungen mit den modernen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen in Einklang bringen. Unklar war ihnen auch, welche Bewandtnis es mit dem männlichen Charakter der Heiligen Lanze und dem weiblichen des Heiligen Grals auf sich hatte und welche Folgerungen daraus geschlossen werden mussten. Die Kombination modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse mit uraltem Wissen hätte vielleicht produktiv und zukunftweisend sein können, wenn sie nicht die Weltherrschaft der auserwählten Rasse zum Ziel gehabt hätte. Für die vielfältigen Forschungsarbeiten des Ahnenerbes wurden nur ausgewiesene Spezialisten herangezogen. Hunderte von Mitarbeitern und ungezählte Fachkräfte in rund 50 Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten befassten sich mit mathematischen und astronomischen, genetischen und medizinischen Themen. Parallel zu diesen Arbeiten und für die Öffentlichkeit unsichtbar, wurden im innersten Kreis alle wichtigen Informationen zu okkulten und magischen Fragen zusammengetragen und ausgewertet. Von besonderem Interesse